So, jetzt versuche ich eine ganz simple Bewegung. Ich sage es noch Bewegung, weil eigentlich ich versuche es eben automatisch zu passieren. Und das kommt, das heißt eine fließende Bewegung, das heißt, das Element Wasser ist sehr präsent. Also, bevor wir überhaupt etwas anfangen, ich nenne es, so ein bisschen aufwärmen vor dem Aufwärmen, weil die Bewegung ist sowieso sehr, sehr fließend und langsam. Einfach ein bisschen aufwärmen. Ich nehme meine beiden Hände und versuche ich sie so langsam zu heben, dass sie nicht stehen und gerade noch bewegen sich. Das heißt, der Automatismus, dass es alles von selber passiert, zu vermitteln. Selbstverständlich, ich habe die Bewegung angefangen. Und ich bleibe dynamisch so weiter, dass das Bewegung einfach weiter bleibt. Aber das Gefühl, dass ich eigentlich nur 10% von meiner Energie verwende und dass es ist, diese Bewegung einfach automatisch weiter passiert, ist da. Und ich vermittle das Bewegung, dass ich gar nichts tue, obwohl ich beginne nur die Bewegung und dann ich tue gar nichts. Das heißt, jetzt nur das Gewicht von meinem Kopf bewegt meinen Körper, wo sie sich Wirbel nach dem Wirbel nach unten beugen. Also ich tue gar nichts. So gar nichts. Und Leistung ist unbekannt. Hier wird nur etwas in Erfahrung gebracht, was passiert, wenn ich etwas tue und gleichzeitig aber eben automatisch passiert. Ich tue es gar nichts. Wenn ich jetzt aufstehe, diese ganz fließende Bewegungen, die automatisch passieren. Also das Prinzip ist auch, wenn eine Blume, ich habe sie vorher erzählt, versucht sich sie fängt so langsam, dass keine menschliche Augen sieht. Das heißt, das Prinzip, dass sie nicht gestört diese aufmachen und diese Bewegungen sind so, dass wir können es spüren, die kommen von meiner, ich bin ganz dynamisch, diese Energie, die Kundalini, die in der Mitte ist, und sie, alle anderen Bewegungen, bewegen sie sich durch das, ist egal was. Wir können es noch einmal das tun, einfach langsam. So, und jetzt wir können umgekehrt, der eine geht nach unten und der andere geht nach oben. Und einer zieht nach unten stark und andere zieht nach oben stark. Das sind die sogenannten Prinzip der Gegensätze. Also, wir tun gar nichts. Wir verwenden den Prinzip der Gegensätze, das heißt entweder ganz gestreckt und zusammen. Also, entweder ich bin ganz gestreckt und dann bin ich ganz zusammen. Also, ich verwende diese ganze, das ist in meine Grenze, das heißt, ich kann mich nur so und dann ich kann mich ganz klein machen. Das Wichtigste ist, dass es alles passiert automatisch. Also, ich würde sagen, nichts tun, aber dafür regelmäßig. Und dann, die Freude von der Körper kommt durch, dass er zum ersten Mal
beginnt sich von selber heraus zu zeigen, die Möglichkeiten. Also das sind langsamere Bewegungen. Wenn dieses Gefühl schon da ist, kann man auch mit schneller Bewegung mit alles. Das war nur ein ganz kleines Beispiel, die eigentlich das Wichtigste ist. Alles automatisch, passiert von selber. Beide Gegensätze, das heißt, das sind meine Grenzen. Kann man sie bezeichnen als meine emotionale Seite und meine mentale Seite, die eigentlich, aber im Endeffekt sind alle das Gleiche, die mich in Gleichgewicht bringen. Also das kann man verwenden, auch wie ich meine emotionale Seite in Gleichgewicht bringe, durch die Bewegung. Und die Bewegung kann die mentale Seite durch das Gefühl, dass ich es nicht tue, auch in Gleichgewicht bringen. Das ist das Prinzip. Und die Bewegungen sind natürlich viele verschiedene, aber das war eine, der sehr wesentliche, leichter zu erklären ist.